Tatjana Xell ist heute hier bei uns bei Bild Frankfurt und Tatjana hat ein Buch geschrieben. Ja, also es ist noch nicht ganz fertig. Es erscheint wahrscheinlich im Februar und sie liest uns jetzt mal aus ihrem Leben vor, weil das ist ja, also kennt ja jeder, ne? Ist ja schon crazy Leben und ja, wir gucken mal. Tatjana, fängst du kurz an oder sag mir doch erstmal kurz, wie das Buch heißt. Das heißt Die nackte Abrechnung. Also das heißt, ich mache mich komplett nackig mit allem, was ich erlebt habe. Meine Höhen und Tiefen und es wird ein sehr spannendes Buch werden. Mit wem hast du dran gearbeitet? Weil ganz alleine wirst du es nicht geschafft haben, oder? Nein, ich habe mit meinem Ghostwriter jetzt monatelang, also ich habe alles wieder aufgearbeitet und erzählt. Und das hat natürlich auch wieder viele Wunden aufgerissen. Und wir sind jetzt soweit fertig. Es muss jetzt noch überarbeitet werden. Und dann kommt es im Februar, März. Ich denke mal zur Buchmesse raus in Leipzig. Würde ich das gerne dann vorstellen. Wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt, ist es ja schon so eine Sache. Man rekapituliert viel, man hat auch viel erlebt, gerade du. Was war denn jetzt ein Kapitel, was dich wirklich schwer belastet hat, das auch nochmal aufzuschreiben? Es waren viele Kapitel, die mich belastet haben. Nur natürlich das Allerschwerste oder das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe, war eben der Tod von meinem Mann und quasi diese Beschuldigung, was eben total für mich nicht nachvollziehbar war, weil ich unschuldig bin. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Das zu verarbeiten, ich glaube, ich kann das auch nie mehr verarbeiten, weil die Wunden sind so tief und die Verletzungen, und das ist schon ein schwerer Kampf, das irgendwie, irgendwie zu verarbeiten. Ganz werde ich das nicht mehr hinkriegen. Tatjana, wir würden gerne mal ein Stück hören vom Manuskript. Wir haben jetzt hier ein Kapitel schon mal vorliegen, weil es ist ja noch nicht ganz erschienen. Du hast eine Leseprobe uns mitgebracht und in der ersten Leseprobe erzählst du, wie du deinen verstorbenen Ex-Mann kennengelernt hast. Würdest du uns das kurz vorlesen? Ja, mache ich sehr gerne. Ich muss leider die Brille aufsetzen. Ja. Bezahlte Dates. Eine Freundin Cora, die viel erfahrener war als ich, erzählte mir dann, wie sie mit Männern umgeht und wie man damit Geld verdienen kann. Als ich meine Freundin mal zu ihrer Agentur nach Nürnberg begleitete, bei der sie arbeitete, von der ich dachte, dass es eine einfache Modelagentur war, ließ ich mich unbedarft in deren Kartei aufnehmen. Beim Ausfüllen des Vertrages und als ich mit der Agenturinhaberin redete, stellte sich heraus, dass es sich um eine High-Class-Escort-Agentur handelte. Es gab zwei Gefühle in mir. Erstens die Angst vor dem Unbekannten, auch moralisch vor dem Verbotenen, und zweitens die Neugier auf das unbekannte Fremde. Die Agentur gab mir zwei Dates mit Männern. Diese verliefen völlig harmlos. Schöner Abend, uninteressante Männer, Geschenke und ein bisschen Taschengeld. Ich wusste, dass ich nicht diesen Weg einschlagen wollte und ließ mich nach kurzer Zeit aus der Kartei löschen. Von der Agentur bekam ich nach einigen Wochen doch noch einen Anruf mit der Bitte, eine einzige Ausnahme zu machen, da ein Stammkunde unbedingt mich kennenlernen wollte. Bester Kunde sei er. Seriös, reich, er will keinen Sex, er will nur ausgehen. Ein Arzt und Millionär, hat man mir angekündigt. Und wieder war meine Neugierde groß und auch meine Angstgefühle, wie jedes Mal. Das Date, so fing alles an. Er sagte, mein Gott, sind Sie exotisch. Guten Tag, mein Name ist... Punkt, Punkt, Punkt. Sehr süß. Sehr gut. Ist aber auch schon sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert, Tatjana. Ne? Also, dass du das öffentlich machst, dass du in so einer Kartei mal stattgefunden hast, finde ich schon ein Ding. Ja, ich weiß. Aber das ist nun mal mein Leben und ich stehe dazu. Und so habe ich eben meinen Mann kennengelernt.
Und ich weiß, ich hoffe, meine Mutter fällt morgen, ich weiß nicht, wann ihr schreibt, wann ihr den Bericht schreibt, nicht um, aber das ist einfach die Wahrheit. Gibt es denn viele, viele Frauen, die so Männer kennenlernen? Ich glaube, es gibt mehr, als man denkt. Also, ich glaube ja, absolut. Wie gehst du damit um? Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie schon ein bisschen Branding, oder? Ja, gut, das war, wie alt war ich damals? 20 oder ja, 20. Das war eben mein Schicksal. Ich glaube, ich hätte nicht so einen Mann kennengelernt. Natürlich war das für mich am Anfang auch schon sehr komisch, ja. Und ich dachte, der macht das eh mit jeder, ja. Also ein Stammkunde auch noch. Aber für mich war das schon nicht ganz normal, das Ganze. Aber verrückt, dass sich dann wirklich so eine Liebe entwickelt hat auch, oder? Ich meine, ihr wart ja danach wie lange zusammen? Also insgesamt 9 Jahre und verheiratet 7 Jahre. Ja. Hätte er sich das je erträumt, dass er dort die Frau seiner Träume findet? Nein, wir mussten ja auch immer lügen. Also wir wurden ja immer gefragt, wie haben Sie sich kennengelernt? Und da ich ja gelernte Arzthelferin bin, kamen wir immer auf die Idee, auf irgendeinen Ärztekongress. Ja. Also das ist wirklich ein Geheimnis, was ich euch erzähle. Ja, es ist hart, ich weiß, aber ich stehe dazu. Und ich habe für mich einfach dadurch den tollsten Mann kennengelernt und lieben gelernt. Dass das natürlich so ein dramatisches Ende nimmt, das konnte man ja damals noch nicht wissen. Nee, das ist ja, hat ja wirklich ein tragisches Ende genommen. Dein Ex-Mann Franz Xell lebt nicht mehr. Es gab einen Überfall. Da gibt es auch noch ein Kapitel, was vorliegt. Würdest du uns das auch noch mal vorlesen, wie du damals davon erfahren hast, was passierte? Mache ich sehr gerne. Brille wieder. Der Überfall. Ich saß mit meinem Freund B in einem kalten und ungemütlichen Restaurant im spanischen Marbella. Wir starrten uns an und suchten krampfhaft nach einer Lösung für unsere Probleme. Ständig kamen anonyme Anrufe auf mein Handy. Ich ignorierte sie. Wer sollte das sein? Bis dann Nachrichten auf der Mailbox angezeigt wurden und ich diese abhörte. Hier ist die Polizei in Nürnberg. Hier ist das Krankenhaus in Nürnberg. Ihr Mann wurde überfallen und in die Klinik eingeliefert. Panik. Mir wurde heiß und kalt gleichzeitig. Mir war schlecht. B schaute nur blöd. Mit zitternden Händen rief ich die Nummern zurück. Der Albtraum begann. Ich musste zurück nach Hause. Flüge von Marbella nach Nürnberg gab es nur einmal die Woche. Was nun? Ich war wie von Sinnen, Horror, bis ich endlich doch fliegen konnte. In unserem Haus angekommen, erwartete mich schon der nächste Schock. Alles war versiegelt. Die Polizei verbot mir, in unser Haus zu betreten. Also fuhr ich in die Klinik und buchte ein Hotel in der Nähe. Endlich war ich bei Franz, um zu hören, wie es ihm geht, was passiert ist. Ich hatte ein so schlechtes Gewissen. Er erzählte mir seine Version von dem tragischen Überfall. Ich war geschockt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, waren sie dann da. Vor meinen Augen massenweise Blitzlichter. Vor dem Haus, vor der Klinik, vor dem Krankenhaus und vor mir. Die Reporter, Fotografen, die Kameras. Dutzende, Aberdutzende. Die Fragen waren aufdringlich, herausfordernd. Ich wusste doch noch gar nichts. Ich wollte einfach nur zu Franz. Ich fühlte mich so nackt. Die alten Neider kamen aus ihren Deckungen hervor, streuten Gerüchte und die Kripo war willkommener Zuhörer. Alle Untersuchungen konzentrierten sich nur auf mich. Verhöre begangen, vor allem unter Druck. Warum? Was war hier los? Mein Mann lag jetzt im Koma und ich musste mich verteidigen. Ich war plötzlich keine Zeugin mehr, sondern Angeklagte, Verdächtigte. Die Ereignisse nahmen ihren unheilvollen Verlauf. Ich kam in U-Haft. Wann würde ich wieder den blauen Himmel ohne Gitter sehen können? Sie suchten nicht die Täter, sie suchten Belege, um mich zu verurteilen. Wie viele Therapiestunden hatte ich das gebraucht, hat das gebraucht, um das zu verarbeiten? Ja, ich hätte vielleicht mal mehr nehmen sollen. Also,
nach dem Ganzen hatte ich vielleicht 2 Sitzungen, aber also ich fand, das hat mir nichts gebracht. Ich habe einfach Familie, die mir geholfen hat, und du musst dir selbst helfen. Und ich denke auch, dass das Buch mir hilft, Dinge zu verarbeiten. Das wieder, ich weiß, man reißt sich Wunden auf, aber du, das heißt verbalisieren, du sprichst darüber. Je mehr du darüber sprichst, umso mehr oder umso besser kannst du es verarbeiten. Und das hilft auch. Irgendwann, verstehen werde ich es nie, warum. Warum man so mit mir umgegangen ist, werde ich nie verstehen, nie begreifen. Aber es wird dann irgendwann, ja, erträglicher, die Schmerzen. Es kommt ja, glaube ich, nicht jeder ganz gut weg in dem Buch, oder? Auch von deinen Ex-Freunden, Typen, Menschen. Ja, da gab es ja auch ganz schräge Vögel, ja, unter meinen Ex-Männern, wo man am Anfang auch gedacht haben, oder wo ich am Anfang auch gedacht habe, die sind ganz toll, aber da könnt ihr auch noch einiges lesen. Also man kommt vielleicht Tatjana in dem Buch ein bisschen näher und versteht mich vielleicht auch ein bisschen besser, was ich hoffe, oder sagt, mein Gott, man hat der Frau echt Unrecht getan. Ja. Prima. Also wir sind gespannt und auf spannende Einblicke von und über Tatjana Xell. Nicht nur hier übrigens, ne? Mhm. Ja, also hier geht es ja auch los, ne? Und ja, also. Servus.